Servus Leute, mein Name ist Paul und ich zeige euch heute mein Training, wie ich aufs absolut nächste Level kommen möchte, um vielleicht irgendwann wie Arnold auszuschauen. Viel Spaß beim Video. Ich schwöre euch, der Stairmaster wärmt mich so geil auf und ich mag es einfach nicht, wenn ich ins Training so gut wie kalt reingehe. Deswegen für mich eigentlich Cardio vorm Training absolute Pflicht und Rotatoren vor allem vom Push-Day genauso. Deswegen stretche ich mich hier so ein bisschen, mache dann eigentlich noch ein bisschen Gummi-Work mit dem Gummiband. Aber Stairmaster ist für mich eigentlich das geilste Aufwärmprogramm, weil ich einfach wirklich krass warm werde. Ich gehe 10 Minuten drauf und mir läuft der Schweiß runter. Genauso soll es sein, damit man auch gleich gut ins Training starten kann, ohne sich nochmal extrem viel aufzuwärmen. Ich mache dann immer nur so 1-2 Aufwärmsätze pro Übung und bin dann eigentlich gleich ready. Zwischen den Übungen brauche ich sogar manchmal gar keinen, weil ich eh jetzt großteils Maschine mache. Einfach um meine Brust nochmal am meisten zu isolieren und keine Technikfehler mit reinzubringen und dann wirklich die Brust maximal zum Wachsen zu bringen. Die Entscheidung, welche Übung ich mache, ist gar nicht so einfach, weil ich im Prinzip derzeit nicht komplett Freestyle trainiere, aber mich schon so immer wieder mal ein bisschen ausprobiere und schaue, worauf ich so Bock habe einfach. Und heute habe ich Bock auf Schrägbankdrücken Langhand, deshalb starte ich mit Schrägbankdrücken Langhand. Ich will auch wieder mal schauen, ob ich überhaupt noch irgendwie annähernd Kraft habe, deswegen machen wir das. Immerhin fliegen die noch. Yeah. Schauen wir mal, wie gut die 100 jetzt gehen. Okay, immer noch ganz gut. Ich glaube, ich mache einen Top-Set mit 120 und dann schaue ich, ob ich ein bisschen reduzieren muss. Wenn ich 6 bis 8 schaffe, ist okay. Aber die waren jetzt leider nicht ganz so leicht. Oh. Come on, Paul, don't be a pussy. Boah, okay, leicht ist anders, scheiße. Ich werde jetzt trotzdem mal ein bisschen runtergehen, wahrscheinlich auf 110, damit ich zumindest so 8 Reps gut hinbekomme. Aber das war jetzt auf jeden Fall nicht der einfachste Satz. Aber wir haben noch 2 davon. Ich starte eigentlich jetzt immer bei den ersten Übungen mit 3 Sätzen. Ihr werdet sehen, wie viel Volumen ich jetzt insgesamt mache, weil ich habe es ein bisschen verändert. Ich hatte ja ursprünglich 5 bis 6 Sätze pro Training insgesamt. Dafür super slow, das mache ich jetzt nicht mehr. Zumindest nicht bei jeder Übung. Es gibt ein paar Übungen, wo ich schon noch langsam ausführe. Aber jetzt hier wollte ich ein bisschen auf Gewicht gehen, deshalb 120 probiert. Mal schauen, wie es dann jetzt noch weitergeht. Aber hier nochmal 2 Sätze jetzt. Pause mache ich gerade übrigens auch Freestyle. Ich versuche sie recht kurz zu halten. Bin jetzt nicht die ganze Zeit noch am Handy, klar. Filme ich mich mal, aber ich versuche meine Stories immer nach dem Training zu posten, damit ich mich jetzt wirklich im Training mehr aufs Eigentliche konzentriere und meine Sätze gut durchballer und da höchstens eigentlich 2 Minuten Pause habe. Satz Nummer 2. Okay. War gut. Mache noch eine genauso. Die Hintergrundkulisse ist übrigens gerade dezent laut, weil hier einige neue Maschinen hergekommen sind. Wie man hier zum Beispiel an dem gelben Teil sehen kann, hat das Top-Gym leider zugemacht. Und das Gym hat sich gedacht, kauft gleich die Maschine auf und platziert sie hier gleich im Raum. Jetzt wird ja, glaube ich, einiges umgebaut, es sind schon viele neue Maschinen hier. Vielleicht wird auch die eine oder andere gemacht. Aber jetzt darf erstmal den Autilus. Wird gut reingeballert. Mit einer guten Baustellenkulisse war das doch nochmal anders. Aber ich muss sagen, der Pump ist jetzt schon nach den 3 Sätzen deutlich am Start und ich merke, dass es einfach sich geil anfühlt. Und apropos Pump, ich habe übrigens jetzt, ich weiß nicht wie lange schon, kein Koffein mehr konsumiert. Nicht, weil es mir nicht taugt, weil ich das Gefühl nicht mag, sondern einfach, weil ich es jetzt nicht so gebraucht habe. Ich habe mich sowieso ganz gut in den Trainings gefühlt. Ich habe jetzt keinen extremen Pump gebraucht, weil der jetzt in letzter Zeit nicht immer da war. Deswegen ist, glaube ich, seit mehreren Monaten eigentlich fast komplett koffeinfrei. Das Einzige, was ich trinke, ist halt manchmal eine Cola Zero, die Koffein enthält. Aber sonst kein Monster, kein Goat gerade und keine anderen Booster. Um halt einfach meine Sensibilität aufrechtzuerhalten und nicht so abhängig von diesem Koffein zu werden. Falls ich da meine Diät demnächst brauchen werde, kann ich darauf zurückgreifen und mich schießt schon mit 50 Milligramm aus der Bahn. Und das ist natürlich dann ganz nice. Und ich habe auch gemerkt, wo ich in Barcelona letzten Sommer viel Rain getrunken habe, jeden Tag, und da relativ viel B12 drin ist, ist meine Haut viel schlechter geworden. Deswegen, mein B12 ist sowieso schon relativ hoch, obwohl ich vegan bin. Deswegen konsumiere ich keine Energies. Achte übrigens gerade gar nicht so sehr drauf, dass ich jetzt über 8 oder 10 oder 12 Wiederholungen mache. Ich nehme einfach mein Gewicht, mache ein paar Reps, schaue, dass es über 5 ist zumindest,
Jetzt waren es zum Beispiel genau 5 und die Time and Attention ist bei mir sowieso relativ hoch im Vergleich zu anderen. Deswegen sind manchmal auch 5 Reps vollkommen in Ordnung. Aber ich schaue, dass ich eigentlich über 5 bleibe, manchmal unter 10. Manche Übungen mache ich auch mal mehr. Aber irgendwie so bei den Drückübungen habe ich Bock, nicht über 10 Reps zu gehen. Der war schön. Wir brauchen noch mehr Chest, Leute. Ich glaube, Übung Nummer 3. Kabel. Schönen Fleiß. Schön auf Gefühl. Aber wir brauchen gleich noch ein bisschen mehr Gewicht. Oh yeah. Aber bis jetzt knallt das Ring schon mal gut rein. Wie gesagt, ich track meine Gewichte nicht mehr, meine Übungen. Ich habe jetzt 8 Jahre lang eigentlich jedes Training auf einer App oder auf Blatt Papier festgehalten, um genau zu sehen, wie ich mich beim nächsten Mal steigern muss. Zum einen ist es natürlich gut, weil du dann immer weißt, okay, du bist im Plan, du steigerst dich, alles läuft gut oder du hältst deine Kraft in der Diät. Zum anderen ist es natürlich immer ein bisschen Kopfsache, wenn du weißt, scheiße, schon wieder das, jetzt muss ich da und da und da und das machen. Und jetzt gerade steht für mich einfach der Spaßfaktor im Vordergrund. Da habe ich gesagt, okay, ich habe es letzten Monat wieder ein bisschen getrackt, habe gemerkt, na, ist doch nicht so ganz nach wie vor nicht das, was ich gerade möchte. Deshalb habe ich es wieder komplett gelassen, benutze keine Trainings-App, trainiere, wie ich Bock habe, mach wirklich viele Sätze, viel Volumen, versuche mich zu pushen in den Übungen, in den Einzelsätzen und schaue einfach so, dass ich durch das bisschen Freestyle-Training einfach mich mehr motiviere, mehr Gas im Training gebe und einfach trotzdem versuche, in den Sätzen das meiste rauszuholen. Versuche wirklich die Dehnung komplett nach hinten mitzunehmen und wirklich meine Brust schön weit zu machen, damit hier von der Seite vor allem die Brust hier schön voluminös wird und noch mehr raussteht. Weil das ist vor allem, finde ich, meine Schwäche, dass von der Seite die Brust mehr rauspoppen könnte. Deshalb versuche ich hier alles rauszuholen. Eigentlich bei jeder Brustübung. Stop. Stretch and squeeze. Yeah. Oh, coming. Jetzt kommt der 9. Satz hier. Das heißt, das ist fast so viel, wie ich normalerweise in der Woche mache. 12 Sätze habe ich davor gemacht. Hier jetzt 3, im folgenden 3, im ersten 3. Und es kommen nochmal 2 Übungen mindestens, wo ich auch nochmal dasselbe Volumen baller. Weil es gerade einfach, wie gesagt, Bock macht. Und ich habe bei dem Tim Gabel-Training einfach gemerkt, es macht wieder Spaß, so einen Pump zu haben, sich so ein bisschen mehr zu quälen. Auch wenn 29 Sätze vielleicht ein bisschen übertrieben war. Aber einfach so ein Mittelding. Bisschen mehr oder deutlich mehr, als ich sonst gemacht habe. Aber trotzdem nicht so extrem wie bei dem Tim Gabel-Video. So, wir kommen jetzt zur 3. Drückübung, zur 4. Übung insgesamt, die Klein Press, damit wir noch ein bisschen einen anderen Winkel drin haben. Ich habe gerade drüber so nachgedacht, früher habe ich so alle Bodybuilder, die so mehr als 10 Sätze pro Muskel gemacht haben, komplett belächelt und dachte mir so, Alter, wie können die so viel Volumen ballern? Das ist doch unmöglich, das zu regenerieren, aber bei mir funktioniert es gerade auch. Also früher habe ich echt sehr, sehr leicht Muskel gerade in der Brust bekommen. Vielleicht ist das jetzt mit den Trainingsjahren gekommen oder ich habe wie eine Pussy trainiert zwischendurch. Jetzt verkraft ich es auf jeden Fall, obwohl ich meine Sätze schon gut intensiv gestalte, würde ich sagen. Und es ist schon geil. Was ich auch gemerkt habe, durch dieses leichte, extrem lange langsame Training, dass ich wirklich schwächer bei manchen Übungen geworden bin. Also jetzt habe ich es auch gesehen bei Schrägbankdrücken, dass da jetzt nicht extrem viel Kraft da war. Auch wenn ich die Übung natürlich auch lange nicht gemacht habe. Aber trotzdem merkt man schon so ein bisschen, dass wenn man die Sätze wieder etwas schwerer ausführt, dass man nicht mehr ganz so viel Kraft hat wie davor, weil es natürlich auch nicht gewohnt war. Aber jetzt schauen wir mal, was wir hier für Kraft haben. Brusttraining, muss ich sagen, macht mir gerade auch am meisten Spaß. Und es ist natürlich geil, wenn man gleich am Anfang seines Trainings seine Schwachstelle macht und da wirklich komplett alles zerlegt. Deshalb mache ich auch so viele Sätze, weil Brust ja auch meine Schwachstelle ist. Wenn ich das bei Armen machen würde, wäre ich ja komplett dumm. Aber die Brust und der Rücken, die müssen auf Vordermann gebracht werden. Deshalb gibt es da derzeit einfach ein bisschen mehr Sätze. That was a good set. That was a very good set. Jetzt wirst du gleich richtig oldschool, weil ich mache eine nostalgische Übung, die ich früher beim Brustrückenplan eigentlich immer gemacht habe. Und zwar Überzüge mit Kurzhanteln. Nach einer Zeit hatte ich dann tatsächlich ein paar Schulterbeschwerden. Beziehungsweise es hat sich einfach nicht mehr so geil angefühlt. Aber jetzt merke ich so, als letzte Übung, als kleiner Finisher, ist es doch ganz geil, so 5 bis 7 Reps zu machen. Dann bauen wir hoffentlich auch bald eine Arnold-Brust auf. Um das Ganze noch mal ein bisschen intensiver zu machen, mache ich hier einen Satz mit Überzügen und mache dann gleich als Supersatz dahinter einfach Dips mit Körpergewicht, so gut ich kann, weil ich Dips so sehr liebe. Und ja, ich lieg verkehrt rum auf der Bank drauf, aber ist mir egal. Oh, 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 oh.
Okay, weiter. Alter, meine Brust. Boah. Diese Suppe ist aber auf jeden Fall nicht Standard in meinem Trainingsplan. Wie gesagt, mein Trainingsplan ist eigentlich auch gerade überhaupt nicht fix. Also man kann es eigentlich nicht Trainingsplan nennen. Außer, dass ich halt fix mindestens 3 bis 4 Drückübungen, eine fliegende Übung drin habe, ist es relativ unterschiedlich, ab und zu zumindest. Boah, Scheiße. Boah, Alter. Hör mal. Okay, ich habe jetzt hier nochmal 2 Sätze gemacht. Jeweils Überzüge und Dips. Und ich glaube, meine Brust ist auf jeden Fall mehr als durch. Der Brustteil ist jetzt zwar beendet, aber mein Push-Training hat sich trotzdem nicht von der Struktur her verändert, dass ich den gesamten Körper in der Drückbewegung trainiere. Das heißt, nach Brust kommt Schulter, nach Schulter kommt Adduktor, nach Adduktor kommt Waden und nach Waden kommt Beinstrecker. Also ich habe jetzt gerade mal die Hälfte vom Training gerade so geschafft. 5 Übungen gemacht, 5 kommen noch. Optimal. Auch wenn ich jetzt keinen Booster konsumiere, was ich auf jeden Fall nehme, ist Proteinpulver bzw. ERAs oder auch generell ein vollwertiges Aminosäurenprofil als Pulver und natürlich mein geliebtes Strong jeden Abend mit Kreatin, Ashwagandha, Magnesium, Zink, alles was ein Sportler eigentlich braucht, um im Training optimal performen zu können. Deswegen hole ich das mit dem Code PowerSpy 10% und bei Strong zum Beispiel habt ihr dann unter 1 Euro pro Portion und seid perfekt abgedeckt. Habt kranke Trainings durch das Kreatin, seid gut erholt durch das Ashwagandha und habt weniger Stress. Alter. Pausenzeit versuche ich übrigens so eigentlich unter 2 Minuten sogar zu halten. Sind nicht lang. Nachdem ich jetzt nicht viel anderes anstrengend zwischendurch muss, sondern wirklich versuche zu stehen oder zu gehen und zu regenerieren während des Letzten, was man auch machen sollte, sind es eigentlich meistens nicht mal 2 Minuten. Mach kurz Pause, merke es, geh wieder, baller weiter. Jetzt geht's mit einem nostalgischen Exemplar weiter. Aus dem Top-Gym mit den Originalscheiben. Aber leider langweilig. Adduktor. Ich weiß, es ist nicht das Geilste, aber die mache ich meistens im Supersatz mit Trizeps. Also ich mache eine Übung über Kopf für Trizeps, meistens 3 Sätze. Und das reicht dann auch schon, weil mein Trizeps ist eigentlich eh relativ ausgeprägt, würde ich sagen, im Vergleich zum Rest meines Körpers. Und der bedarf jetzt nicht so viel Wachstum, mein Adduktor eigentlich mittlerweile auch. Deshalb mache ich auch nur noch 3 Sätze pro Trainingseinheit und schaue einfach, dass ich meine Schwächen so gut wie möglich ausbaue. Jetzt vor allem nach 8 Jahren Training kristallisiert sich halt ein bisschen heraus, was jetzt Schwachstellen sind, was Stärken sind, was man ein bisschen mehr trainieren sollte, was man vielleicht ein bisschen weniger trainieren kann. Und deshalb versuche ich da so gut wie möglich darauf Rücksicht zu nehmen, um so gleichmäßig und so ausgeglichen wie möglich am Ende dazustehen. Boah, Adduktor ist richtig ekelhaft, Alter. Aber das viele Training zahlt sich aus, weil die Oberschenkel werden wirklich fett. Wenn eure Thighs hier innen richtig dick werden, wenn ihr dann so dasteht, auf jeden Fall keine schmalen Oberschenkel. Und genau das hier wollen wir haben, damit die Oberschenkel schön fett aussehen. Das muss gerade sehr nah sein. Genau an dieser Maschine hat mich Stefan zuletzt komplett auseinandergenommen. Mal schauen, wie es jetzt bei mir alleine aussieht. 2 20er sind drauf. Ich denke, mehr wird auch nicht dazukommen, je nachdem, wie es sich jetzt gleich anfühlt. Aber bei Legs versuche ich trotzdem noch recht langsam zu trainieren. Das heißt, vor allem bei Quads schaue ich, dass ich meine langsame Konzentrik weiterhin ausführe und Exzentrik natürlich auch und vor allem die Knie versuche zurückzuschieben, um mich darauf zu konzentrieren, um halt dann wirklich maximal mein Quad zu spüren, weil das Hauptziel für mich ist. Okay, it's time to die. Yeah. Aber eine Scheibe geht hier noch, vielleicht sogar 2. Mal schauen. Ohne Pause oben, Junge. Alter. Die nächste Übung habe ich ganz einfallsreich der Todesquetscher getauft. Wieso, weshalb, warum, zeige ich euch jetzt. Denn die Range of Motion hier nutze ich zu 1000% aus. Voll durch. Und bis zum Anschlag zurück.
ganzen Körper in einem Training zu zerlegen, ist auf jeden Fall nicht ohne. Das ist Volumen, Leute, das ist Volumen. Ich zerstöre mich dafür nur viermal die Woche. Ich trainiere tatsächlich nur viermal Kraft die Woche. Push, Pull, Push, Pull. Heiß unter der Woche auf. Einmal kompletter Rest Day, zweimal Kampfsport. Und so mache ich es gerade. Fuck. Oh mein Gott. Ah, endlich. Scheiße, meine Beine. Damit hätten wir es geschafft, Leute. 10 Übungen, keine Ahnung wie viele Sätze, mindestens 3 pro Einheit. 30 Sätze sind geschafft. War eine sehr, sehr nice Session. Es hat Bock gemacht. Der Pump war gut, die Kraft war da. Kann mich nicht beschweren. Mal schauen, wie es nächstes Mal weitergeht. Was so meine Kraft sagt, was so die Form sich verändert und wie sich generell alles so mit der Zeit entwickelt. Ich werde mein Bestes geben. Ich hoffe, ihr genauso und euch hat das Video gefallen. Also Like da lassen, Abo nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.